Komm her, Dungbeetle! Habt ihr irgendwelche Kisten rausgelassen? Der Vogel schläft schon wieder, ich drehe so durch. Er ist wieder zusammengefallen, Leute. Hört sich gerade so an, als ob irgendwas sauer wäre mit mir. Nein, Raptor, was machst du? Servus, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Auf eine gemütliche Runde Pixark mit dem Voucher und mit dem Alderle. Die letzten Minuten oder Sekunden vom Farmen laufen an. Ich habe die Knochenfragmente soweit zusammen. Hier ist noch ein Skorpion. Ihr seht schon, da hinten habe ich ganz viel Fleisch ausgeladen. Die Tiere sammeln unheimlich viel Fleisch und sonstige Dinge ein. Wir gehen jetzt gleich nochmal ins Dschungelbiom zusammen. Ich würde mir gerne noch ein Tier mitnehmen für den östlichen Eingang. Eine Schildkröte, ein Sarko oder vielleicht sogar ein Frosch. Ich habe auch Frösche gesehen. Denn der östliche Eingang ist ja thematisch so ein bisschen ans Wasser angeheftet. Hier sammle ich natürlich noch einen, dann gucken wir gleich mal, machen wir Inventur, meine Lieben, machen wir Inventur. Also mit den beiden Tieren, so wie sie jetzt sind, dass ich auf dem Kanu unterwegs bin und dass der Angry Birds, hätte ich jetzt fast schon gesagt, dass unser Argentavis hier so aus der Luft mithilft, ist super zu farmen, ne? Bis auf den Torpor, den die Skorpione machen. Wenn man da nicht aufpasst, schläft auch mal so ein Argentavis ein, habe ich gelernt. Ist er eingepennt, verstehst du? So, pass auf, Leute, wir gucken mal. Jetzt pass auf, hier, wir müssen in die Richtung gleich, da muss ich mal ein bisschen aufpassen mit den Wassernüssen, die spawnen da gern mal am Rand und die sind ja echt hart, Leute, da will ich unbedingt mal eine einpflanzen bei uns. Pass auf, ich habe ja jetzt die Patchnotes auch endlich mal auf die Homepage gestellt von 1.11 und da stand auch unter anderem dabei, dass es neue Elemente gibt, die Chris hat es auch schon mal in den Kommentaren erwähnt gehabt, es gibt jetzt schräge Glasdächer und der östliche Eingang, ihr erinnert euch, der große Glaskasten, der noch um den Berg rumlaufen soll, da will ich die auf jeden Fall mal zum Einsatz bringen mit der nächsten Baurunde. Das ist das eine. Jetzt will ich kurz Inventur machen, haben wir gesagt. Ich habe, schau doch mal, wir haben 220 Knochen und wir haben über 100 Knochenfragmente. Daheim haben wir auch noch ein bisschen von dem Zeug. Ich würde jetzt gucken, dass wir noch hier einen kleinen Rundlauf machen, dass wir so 120 Stück haben von den Fragmenten. Dann können wir uns auf jeden Fall diese Rüstung bauen, diese Eisenknochenrüstung, auf die freue ich mich sehr. Die Schrotflinte müsste drin sein und wir haben Knochen für Polymer. Ich habe auch offscreen ein paar Kängurus geblättet, Leute. Die bringen halt unheimlich viele Knochen. Da können wir uns bei uns daheim auch schön immer nachversorgen, wenn mal was fehlt. So, wie machen wir das jetzt am besten? Da hinten ist noch ein Skorpion, den holen wir uns eben. Hier ist halt schön, du musst mit dem Vogel nicht aufpassen, wo du läufst, weil der kommt ja aus der Luft mit. Und der überbrückt natürlich dann auch Engpässe, ne? Und mit dem Kano ist es super zu farmen, Leute. Zumindest hier. Diese Tiere, die machen mir keine Sorgen. Da war jetzt nichts drin. Ich muss halt ständig Fleisch rausschmeißen, so wie die abgehen. Die Dungbeetles sind sehr dankbar für uralte Knochenstücke. Genau, also Baurunde diese Woche würde ich auf jeden Fall gerne am Glaskasten ein bisschen weitermachen. Ich möchte gerne dort auch den Fahrstuhl mal probieren. Der soll da zum Einsatz kommen, der neue. Dass wir von der... Huch, ein Terrorbird. Die Terrorbirds machen mir also manchmal ein bisschen Sorgen, weil ich den Wendekreis nicht so hinkriege wie die. Ich muss mich da so drehen, so blöd. Siehst du, hier so, jetzt habe ich ihn. Hier ist nochmal ein Dungbeetle. Komm her, Dungbeetle! Habt ihr irgendwelche Kisten rausgelassen? Der Vogel schläft schon wieder, ich drehe so durch. Er ist wieder zusammengefallen, Leute. Also, dann gucken wir mal, ob ich den Pix blocken kann. Wahrscheinlich dauert es einen kurzen Moment. Dann machen wir so lange mit dem Kanu noch ein bisschen Material. Mit was kämpfst du? Auf den komme ich auch besser wieder drauf, ne? Jetzt klebt er hier drin. Das ist gar nicht gut. Muss ich kurz absteigen. Ja, aber zum Verteidigen ist er nah genug dran. Hier haben wir wieder was. Kistchen, was ist drin? Bam, Knochenfragmente. Sehr schön. So, lieber Agi. Was ich auch schon gelernt habe, ich habe ewig gewartet, bis er wieder aufwacht, Leute. Könnt ihr vergessen. Am besten Picks blocken und nochmal frisch setzen, dann hat er sein Torpor verloren, ne? Ja, komm, wir hauen dann mal das ganze Fleisch raus. Genau, und ich habe noch was gesehen, das will ich auch noch unbedingt bauen. Die würde ich ja gerne mitnehmen, die Sachen. Wir nehmen die mal alle. Den Sattel. Ey, wo ist der Sattel? Habe ich den schon rausgezogen? Den habe ich schon rausgezogen wieder. So, ich guck mal. Pixblocken 4 Minuten. Also 4 Minuten müssen wir hier noch ein bisschen aushalten. Sollte aber für uns kein Problem sein. Genau, ich zeige es euch kurz. Engramme. Wo war denn das drin? Boah, wie hieß denn der nochmal? Decke. Hier, der Deckengrill, Leute. Haben sie jetzt eingefügt. Es gab ja bisher für die Decke diesen da. Und den kann man aber nur freischalten, wenn man das Rezept findet. Und jetzt ganz neu mit Kerzen zu bestücken, der Deckengrill. Den möchte ich probieren für den Dodo-Bereich. Wisst ihr, wo ich diese Mauer runtergebaut habe mit den Fackeln? Das wäre cool, wenn wir das anders hinkriegen. Man kann ihm jetzt auch Bären rein, aber ich habe, glaube ich, keine Bären dabei, ne? Nee, und außerdem brauchen wir die Bären für die Schildi, wenn es klappt. 4 Minuten werden wir aushalten. Jetzt gucke ich mal, ob ich den Kano ganz kurz
Komm mal her. Befreist du dich, wenn ich dich so mache? Jo, Alterle, dann lass uns noch ein bisschen farmen gehen, Großer. So, wir machen wieder auf Damage. Und ab geht die Post. Dann war der auch mal ein bisschen draußen. Jetzt bin ich natürlich zu schwer für den Guten. Ist aber egal. Hau mal jetzt alles raus hier. Von was waren das? Ja, irgendein Kanu haben wir platt gemacht. Da war natürlich dieses Fleisch drin. Jetzt habe ich zu viel rausgeschmissen. Ja, dann kannst du von mir haben ein bisschen. Du holst eh gleich nach, ne? Passt's vom Gewicht? Nee. Wir sind eben zu schwer, Leute. Muss ich da... Ah ja, ich habe halt einen Haufen Zeug eingesammelt. Machen wir hier ein bisschen weg. Das habe ich eh genug in der Base. Jetzt müsste man eigentlich laufen können, oder? Ja, das geht schon. Angry? Angry Bird, ich glaube, ich nenne Angry Bird, Leute. Ist jetzt von Ragnarok rüber geschwappt. Da haben wir ja ein Mädel, ein Agi-Mädel, das Angry Bird heißt. Irgendwie finde ich den Namen gar nicht schlecht, ne? So, komm, Scorpi. Sag Tschüss zur Wüste. Sag Tschüss zu allem. So. Ja, da ist der Kano auch mal richtig fit. Verstehst du? So. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? Ich guck noch mal kurz rein. Über 120 hätte ich schon gern gehabt. Ja, noch 4 Stück kommen, die kriegen wir jetzt auch noch. Dann packen wir den Bird ein und dann ist gut. Ich muss nur aufpassen, dass er nicht angegriffen wird. Ich glaube, dann setzt sich der Pixblock-Timer zurück. Und dann machen wir mit dem Kano rüber ins Dschungelgebiet. Beziehungsweise ich kann ihn ja gleich rausholen. Wo ist denn jetzt der andere Dungbeetle? Der kommt nämlich gerne mit dann. So, komm her, Alterle. Flieg um! So, und jetzt hier bitte 4 Stück drin, dann bin ich happy. Da hinten ist auch noch eine Kiste, die ich vergessen habe. Die holen wir auch gleich. Wie viel sind es? Einer, also fehlen uns noch 3. Oh, ist okay. Ich darf nur meinen Vogel jetzt nicht aus den Augen verlieren. So, vielleicht mache ich den nächsten Skillpunkt mal auf Gewicht. Der kann ja fast nicht mehr laufen hier, der arme Kerl. Dann bauen wir den Deckenleuchter, dann bauen wir... Ah, Leute, noch 1 fehlt uns, glaube ich. Dann haben wir's. Ich muss noch mal kurz ein bisschen abladen. Ja, komm, hau mal ein bisschen Fleisch raus. Du brauchst nicht so viel. Das kannst du auch rausmachen. Da hinten, der Terrorbird, der bringt uns aber nicht das, was ich brauche. Das reicht. Wir haben auch noch Knochenfragmente daheim. Ich weiß jetzt, wie ich sie farmen kann. Das war gar nicht so zeitintensiv, wie ich gedacht habe, ne? So. Wir werden jetzt wahrscheinlich den Skorpion noch hier hinten wegmachen. Und dann dürfte der Timer rum sein. Dann gehen wir Schildi holen. Bis dahin dürfte es auch fast wieder hell sein. Und dann bin ich zufrieden und glücklich. Dann bauen wir die Rüstung. Machen wir heute nochmal ein bisschen Toolrunde, ein bisschen Farmrunde. Morgen fangen wir dann ganz gediegen an, die Reste zu bauen. Und dann geht es rüber an den östlichen Eingang wieder. Oh, die kommen jetzt alle, hä? Das sind 43er, die haben halt ein bisschen Leben. Torpormäßig ist der Kano gar nicht schlecht im Aushalten. Die müsste er eigentlich alle 3 schaffen. Wenn jetzt halt irgendwie ein Greif rüberkommt oder ein Rex oder irgendwas. Jo, bam. Kriegt er ein bisschen auf Gewicht. Ja, weil so viel habe ich nicht eingeladen. Da kommt, da müsste jetzt, da ist schon die erste Kiste. Jetzt haben wir auch unsere Sachen zusammen. Schön. So, ich hopf kurz runter. Loote. Loote die Gute. Perfekt. Lumlilum. Habe ich es jetzt schon dazu gesagt? Ich weiß gar nicht. Ich will auf jeden Fall, dass das keiner verpasst mit der The Forest Staffel, Leute, die jetzt die Woche startet. Und Pixar lassen wir aber weiterlaufen. Ursprünglicher Plan war ja, ich glaube, ich habe es schon erzählt, gell? Ursprünglicher Plan war jedenfalls, Pixar dann in die Pause zu schicken, wenn The Forest kommt. Ich lasse beides weiterlaufen, allerdings nicht mehr täglich, ne? Immer schön im Uploadplan schauen, da steht's drin. Jo, dein Bewusstsein, das ist halt blöd. Noch 13 Sekunden. Genau, und für falls ich in den Kommentaren Fragen finde, warum kein Pixblock, kein Pixar kommt oder so, linke ich euch einfach den Uploadplan. Dann brauche ich es nicht immer so oft beantworten, weil das wird sehr oft gefragt dann, obwohl ich es immer dazu sage. Und ich muss ein bisschen gucken mit dem Zeitmanagement, Leute. Ich beantworte lieber dann die ganz normalen Sachen, weißt du? Dann schicke ich euch den Link, da könnt ihr da kurz reingucken. Ich glaube, dass das fair ist. Oh, Alterle, bist du auch wieder gestiegen? Bei dir mache ich jetzt mittlerweile Schaden, haben wir gesagt, gell? Welches Level hatten unser Alterle? Noch 3 Level, Leute, dann geht's an den Greif. Da freue ich mich auch drauf. So, jetzt pixblock ich den Guten. Schawupp. Eigentlich würde ich dich ja gern pixblocken, weil für die Schildi brauche ich dich nicht. 3 Minuten hat er noch. Ja, ist eh noch Nacht. Pass auf, wir machen das jetzt andersrum. Ich warte jetzt noch, bis der Kano sich beruhigt hat. So lange holen wir den Greif wieder raus. Benutzen. Der müsste jetzt wieder fit sein. Yo. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob das so gewollt ist, dass die nach dem Pixblocken wieder gesund sind und frisch. Das kann ich gar nicht sagen. Ich jedenfalls persönlich finde es cool. Jetzt pass auf, falls unser Alterle drauf geht, alles mal in den Vogel. Der hat bis jetzt immer schon länger gelebt wie ich. Das können wir auch rüber machen. Das können wir auch rüber machen. Wie viel Gewicht hat denn der Gute? Ja, der hat schon ziemlich gut Gewicht. Dann kriegst du auch die ganzen Krustensachen hier. Das hier, die Dinger, die nehme ich auch mal mit. Wer weiß, ob die nicht noch irgendwann für einen Singleplayer irgendwas bedeuten. Weißt du, diese Zettel hier, wo man claimen kann. Da kannst du ja deinen Boden abstecken und so. Weiß nicht, ob das irgendwann mal noch was wird. Ansonsten haben wir sie halt. So, das müsste jetzt eigentlich reichen zum Glücklichsein. Ich räume schon den Kano aus.
Lalalalilala, ja, so ist es schön. Ich habe gesagt, einen kriegst du auf Laden, ein bisschen auf Gesundheit. Dann ist der auch soweit gelevelt schon mal. Das passt. Schönes, starkes Tier, ne? Den Sattel noch her, mein Lieber. So. 2 Minuten. 2 Minuten, das passt. Ich mach dich auf nicht neutral, auf passiv, dass der nicht angreift. Und mit ihm machen wir jetzt hier noch eine ganz kurze kleine Tour, würde ich sagen. So, ihr seht jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel. Ich kann aber unseren Dings da aufziehen. Da ist es nicht ganz so tragisch. Ein bisschen was sieht man dann. Du musst allerdings jetzt hier, du darfst dich nicht bewegen. Kurz hier warten. Ich fliege das ab, ob irgendwo Gefahr lauert. Und dann gehen wir rüber. Schildi, ich brauche so eine Schildi, Leute. Habe ich mir überlegt, östlicher Eingang. Da will ich später auch ich dies haben. Wir können mal gucken. Vielleicht können wir da ein großes Tor ins Wasser setzen, dass wir von der Base mit einem großen Tor auch wieder rauskommen. Da ist gerade eine Quest. Was kann die? Muss mal kurz gucken. Besiege einen Carnotaurus, um dich als Jäger zu beweisen. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Und irgendwo war ein Kano. Ich weiß nur nicht, welches Level der gehabt hat. Vielleicht sollte man die Quest machen. Vielleicht sollte man die Quest einfach kurz mitmachen. Ich nehme die mal an, Leute. Ich nehme sie mal an. Wenn noch ein Kano irgendwo rumsteht, würde ich den noch kurz machen wollen. Quest ist angenommen. Ein Carnotaurus besiegen, sollte man hinkriegen. Wenn er nicht so hochlevelig ist. Jetzt müssen wir aber erstmal unseren einpacken. Oh, da steht noch eine Kiste. Oh, mein Torpor, der schläft mal gleich wieder ein. Ich dachte, der Torpor wäre komplett weg. Habe ich mich da verguckt wahrscheinlich, ne? Ja, guck mal. Da muss ich doch ein bisschen aufpassen, dass ich es nicht übertreibe, ne? Sonst liegt er wieder im Dreck. Und dann kommt der Plan wieder durcheinander, den ich jetzt gerade habe. Ah, Vögelchen, was mache ich denn mit dir? Komm mal her, wir fliegen rüber zu Carlo. Der müsste jetzt soweit sein. Noch eine Stunde, dann wird es auch langsam hell. Da unten ist auch noch eine Kiste. Den Terrorbird kannst du machen. Der betäubt, glaube ich, nicht. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Und stiegen ist er auch wieder. Sehr schön. Komm, hol dir mal die Kiste, die da noch geleuchtet hat. Stell dich mal hier ab. Irgendwelche Feinde? So. Da ist ein Dungbeetle, der ist mir aber eigentlich gerade wurscht. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall Fragmente. Das hat sich schon gelohnt. Und ich habe gar nicht so viel Offscreen farmen müssen, Leute, hier. Wenn man da einfach seine Tour macht, der Torpor ist das Einzige, der so ein bisschen nervt, finde ich. Weil der Vogel halt schnell umfliegt. Da muss ich das nächste Mal vorbereitet sein, dass ich einfach Zeug mitnehme, ne? Dass ich ihn wieder aufwecken kann. Convert to Pix Block. Kano. Habe ich deinen Sattel nicht abgezogen, Alterle? Jo, habe ich vergessen. So, jetzt machen wir rüber ins Dschungelbiom. Wir gucken mal ganz kurz. Ich habe nämlich aber die Oase gesehen. Die war da hinten. Da will ich als erstes mal schauen. Ah, wunderschön. Im Morgengrauen, Leute. Also, jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Dann haben wir alle Materialien, die wir brauchen. Für die Rüstung, für die Shotgun und auch für die Munition Standard. Dann sind wir ausgerüstet. Dann gehen wir Monsterherzen jagen noch diese Woche. Damit wir den Magiebereich langsam mal freischalten können. Das würde ich gern machen. Wenn jetzt noch so ein großer Kano irgendwo hier wäre. Also ein großer im Aussehen, aber klein vom Level wäre super. Dann könnte man die Quest machen. Da war doch vorhin einer. Wo bin ich denn da rumgesaust? Wo bin ich denn da rumgesaust? Als Kanojäger, verstehst du? So. Ja, dann mal ein bisschen Material besorgt, was wir auch noch nicht haben. Es gibt, glaube ich, noch ein Biom komplett. Dieses Doom-Biom, das haben wir noch gar nicht angeschaut, wo dann auch diese Bossgegner da rumhopfen. Da bin ich auch noch tierisch gespannt drauf. Hier war irgendwo die Oase mit der Schildi, Leute. Ich glaube, da drüben. Die gibt es natürlich überall, aber die da waren ziemlich feindfrei. Also da sind nicht irgendwie 1000 Krokodile rumgestapst. Und so. Ach so, Bären. Hat er kurz einen fallen lassen, hast du gesehen? Bären, und dann machen wir heim auf jeden Fall. So. Ja, das war einmal. Hier sind keine mehr. Hier sind die gewesen. Was ist das für eine Quest? Ab und zu kann man ja mal so Quests anschauen. In den Kisten sind ja bestimmt auch ein paar Sachen drin von den höheren Quests, die man brauchen kann, ne? Fabrikationsexperte, also jetzt hier was bauen, wird eher nicht drin sein. Hier ist jetzt momentan gar kein. Doch, da hinten ist eine, Leute. Da ist eine. Da ist ein. Der Raptor, du kannst runterkommen. Komm, flieg runter. So. Mal gucken, welches Level die hat. Den Dungbeetle machen wir auch noch gleich weg. Wobei Dungbeetle, glaube ich, auch für Torpor berühmt sind, oder? Schildi, welches Level hast denn du? Oh, du bist aber arg klein. Du bist aber arg klein. Eigentlich ist er nur zur Zierde gedacht. Vor allem, ich habe keine Bären. Ich muss mal eben gucken, ob ich hier Bären bekomme. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich flatze da jetzt einfach mal durch. Geh weg, Dungbeetle. Geh weg. Ich kann dich platt machen. Das ist nicht so, dass wir hier. Boah, meist Mist. Ich habe den Vogel falsch eingestellt. So. Alles klar, das holen wir auch noch raus. Boah, wieder nur Zettel.
Da ist wieder ein Dangi. Flup. Soll man die Schildkröte mitnehmen? Hä? Hey, sag mal, wo kommen die jetzt alle her? Ich muss nochmal umswitchen. Ja, das sind Bären. Hier fahre ich jetzt kurz ein paar Bären. Dann nehmen wir die kleine Schildkröte mit. Ich brauche ja die nicht. Es sei denn, die funktioniert im Wasser gut. Aber dann kann ich mir auch noch eine zweite holen. Ich gehe schon davon aus, dass die im Wasser schnell ist, ne? Komm, wir füttern sie mal an, Leute. Und? Boah, ja, das geht. Was denn jetzt wieder? Ach, jetzt habe ich sie angerempelt. Jetzt ist sie böse. Nicht die Schildkröte. Die will ich mitnehmen. Agi. Mist. Ja, dann schießen wir halt mit drauf. Dann holen wir uns halt eine andere. Hast du die falsche angegriffen, Alterle? Mann. Komm, wir suchen uns eine größere. Wir gehen rüber ins richtige Dschungelbiom. Siehst du, wenn du da so rumeierst, man kriegt unheimlich schnell Zeug zusammen. Überall sind jetzt Kisten. Gegen was kämpft denn er schon wieder? Hier hat es jetzt gerade unheimlich viel Zeugs, ne? Stopp. Die Hopferei ist manchmal noch... Was ist denn das hier? Schildkrötenpanzer, Leute. Da können wir uns das eine Schild bauen, glaube ich. Wenn ich mein Agi nochmal wieder finde. Wo ist denn der? Ein Schildkrötenpanzer, wie cool. Da ist ein Raptor. Wo ist denn jetzt unser Agi? Oh, Alter, ich drehe so durch immer. Da sind Skorpione. Der ist jetzt aber nicht gestorben, oder? Da ist jetzt aber nicht. Da unten ist er. Ich hole den geschwind. Alter Schwede, was ein Chaos hier, ne? So, lass den Raptor jetzt, den brauchen wir nicht. Gut, du willst dich rächen, ich verstehe das schon, ist in Ordnung. Guck mal, hier ist gar keine Oase, Leute, hier ist unheimlich viel los. Machen wir mal kurz hier sauber. Was hat denn diese Schildkröte hier? Ist die was für uns? Jo, 49! Darf ich jetzt bloß nicht anrempeln? Hier, die Pflanze muss noch weg, die wird mit Sicherheit sonst doof. Wow, hast du gesehen? Hast du gesehen, die hat ein Schutzschild aufgebaut? Bloß kein Torpor jetzt kriegen, sonst muss ich Kano rausholen. Oh, dann will ich gucken, ob ich ein Seed bekomme. Ja, machen wir heute eine gemütliche Farmrunde. Dann geht es halt morgen erst los mit dem Bauen. Ist ja wurscht, ne? Wir haben ja Zeit. Beziehungsweise eigentlich wäre jetzt morgen gar keine Folge. Aufgrund von The Forest, ne? Muss ich aber so machen, Leute. Ich kann PixArk jetzt nicht beenden einfach. Das ist zu früh. Ich habe noch zu viel Spaß damit. Und The Forest jetzt irgendwie zu verschieben, das wäre auch nicht fair. Aber morgen bringe ich die Folge, so wie es aussieht. Und dann halt ab nächste Woche dienstags und donnerstags Pause. Kein PixArk-Upload. Stopp, stopp. Nicht die Schildkröte anrempeln. Flieg mal weiter weg erst. So, jetzt pass auf. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Wenn da jemand Fragen hat, gerne fragen, ne? Ich kann das auch nochmal in den Kommentaren erklären, warum ich das so entschieden habe. Aber ist halt so. Ist halt so. Es läuft ja weiter. Das ist ja schon ein Vorteil. So, jetzt musst du nur weg, bevor die tatsächlich sauer wird. Ne, sie wird nicht sauer. Wenn man es langsam angeht, geht's. Also pass auf, ich farm hier mal noch ein paar Bären. Was haben wir hier noch? Ein Stück Fleisch. Jo, guck mal, wie schnell die Zeit vergeht, wenn du hier auf Adventure unterwegs bist. Hier, mal alles einsammeln. La 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 la. Was haben wir denn? Da haben wir noch ein paar Bären. Hier sind auch noch welche. Ja doch, jetzt haben wir 11 Stück. Das müsste eigentlich fast reichen. Schwarze Bären. Ich weiß nicht, ob es die beste Möglichkeit ist, die Schildkröten zu zähmen. Es gab doch auch rote Bären. Bei den roten Bären habe ich immer das Gefühl, die sind ein bisschen stärker wie die Mejo-Bären. Die hier im Spiel, da sind welche. Ich probiere die gleich mal. Sind aber nicht viele, gell? So. Ja, dann haben wir eine Schildi für den roten Eingang. Da freue ich mich auch drauf. Für den östlichen. Vor lauter rote Bären in der Birne gerade. So, pass auf. Ich hau die mal ganz kurz hier drauf. Ich will sehen, ob die mehr bringen. Wenn sie überhaupt schon wieder Hunger hat. Wo ist denn die? Da oben. Nicht wegrennen. Bleib da. Bleib doch da. Okay, müssen wir warten. Die hat noch keinen Hunger. Ich fliege mal mit dem Bird hinterher. Also, was ich jetzt unbedingt wissen muss, Leute, müssen wir ganz kurz gucken. Das war doch bei Schild. Schild. Wir können es bauen. Werkbank. Wenn wir daheim sind, können wir uns dieses Schild bauen, Leute. Da freue ich mich jetzt auch. Da ist noch eine. Eine 14er. Die 14er lasse ich jetzt aber mal in Ruhe. Ich will schon die große jetzt, wenn wir das Glück haben, ne? Wie weit ist denn die? Ich muss kurz gucken. Die hat immer noch keinen Hunger. Gut. Wir haben Zeit. Zwar nicht ewig, aber das wollen wir heute auf jeden Fall fertig machen hier. Vielleicht können die unter Wasser auch schneller flitzen. Das wäre doch eine geile Geschichte. Dann bauen wir uns hinten am östlichen Eingang unter Wasser noch so ein Gate auf. Und dann ist cool. Dann kann man da mit ihr kurz raus ins Meer. Vielleicht lasse ich dann den Gang. Ich wollte ja unter Wasser so einen Gang machen zum ersten Aquarium oder 10-Bereich unter Wasser. Vielleicht lasse ich das dann und ich nehme die Schildkröte und baue lieber Tore auf. Das kann ich noch nicht sagen. Wäre auf jeden Fall eine coole Idee. Kann ich hier bei den Bäumen, die Lianen, sind die irgendwas Besonderes? Sieht nicht so aus, gell? So, jetzt müssen wir gucken.
Das ist die 49er, das ist unser Prachtstück. Hast du... Jetzt hat sie Hunger. Okay, die roten Bären, die machen noch weniger Fortschritt, glaube ich. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass der Vorgang nicht so lange dauert fürs zweite Mal füttern, ne? Bleib mal dran. Ich könnte mir vorstellen, dass der Intervall jetzt... Ja, guck mal, passt, ne? Also, dann bleiben wir da jetzt noch kurz dran. Ich hack jetzt hier mal ein bisschen an den Palmen rum. Nö. Hört sich gerade so an, als ob irgendwas sauer wäre mit mir. Nein, Raptor, was machst du? Raptor! Nein, oder? Hat er jetzt meine Schildkröte niedergeschmatzt, der Drecksack? Nee, oder? Oh, Alterle! Du fieser Typ! Jetzt nehme ich halt doch die Kleine mit. Mann, hätte ich sie nur schon mal angefüttert. Da hinten ist noch eine. Hast du gesehen? Ey, da muss ich dranbleiben, Leute. Ich dachte, ich kann so parallel ein ganz kleines bisschen Spaß haben. Eine 33er, die ist auch fair. Komm, geh mal jetzt nicht hier in das Wasser. Okay, gefüttert habe ich sie. Oh, ich konnte drauf sitzen gerade. Oh, das ist cool. Pass mal auf, vielleicht kann ich mich draufsetzen. Du folgst mir mal, aber ich mache dich auf passiv. Neutral. Passiv. Damit ich dich... So, jetzt versuche ich mal... Jo, coole Geschichte. Warte, bis es wieder hungrig wird und es greift nicht an. Und der Vogel... Ja, das finde ich jetzt gerade richtig toll, Leute. Lumlilum. Jetzt hoffe ich nur, dass er nicht angegriffen wird. Ich kann aber schon mal meine Pistole rausholen. Die ist ja jetzt auch nicht gerade schwach, ne? Ich darf sie nur nicht anschießen. Wow, die ist wirklich schneller. Guck mal. Yay. Das finde ich gut. Ah, das finde ich gut. Also, ein bisschen Geduld, meine Lieben. Dann schnappen wir uns die Schildkröte. Dann machen wir uns auf den Heimweg, würde ich sagen. Machen wir heute eine kürzere Runde. Passt mir gerade ganz gut rein wegen Real-Life-Terminen. Ich habe einiges ja zu tun. Deswegen habe ich auch ein bisschen die Uploads runtergeschwächt. Habt ihr ja mitbekommen. Dann machen wir heute eine kurze Runde. Fliegen noch zusammen mehr oder weniger Richtung Heimat. Dann blende ich uns aus. Hab ich gerade was angegriffen? Komm, hab jetzt Hunger. Bitte, liebe Schildkröte. Ich gucke natürlich, wenn ich jetzt irgendwas sehe... Kriegt es direkt hier von mir eine Kugel verpasst. Was kommt denn da an, küpft? Ach nee, da wurde eine Schildkröte down gemacht. Ich würde sagen, wir gucken. Naja, da hinten, das da hat die Schildkröte down gemacht. Hahaha, One-Shot, der Kleine. Da ist der Nächste, aber da hängt mir jetzt der Agi im Gesicht. Krieg ich den? Wenn ich auf den Agi drauf... Da ist doch eh... Nee. Scheiße, wenn das so wackelt, treffe ich nicht richtig. Da hinten im Wasser ist er, ne? Egal. Wie sieht's denn aus? Hast du mal wieder Hunger? Vielleicht muss ich doch runtergehen von ihr. Kurzer Moment, Leute. Habt Geduld, habt Geduld. Ist gerade eine wackelige Geschichte hier, gell? Bestimmt muss ich runter von ihr. Obwohl, bei der ersten hat es auch gerade ein bisschen länger gedauert, ne? Wieso komme ich nicht auf meinen Agi drauf, wenn das so ist? Jetzt? Schön. Wo ist denn der Kleine, den ich gerade nicht erwischt habe? Da hinten. Ich glaube, dass die Schildkröte wahrscheinlich wenig Leben hat, wenn die so schnell von den Kleinen hier platt gemalzt wird. So, Agi. Kurz mich absteigen lassen zur Schildi hin. Jo, sie hatte wieder Hunger. Wie sieht's aus? Ja, das kriegen wir schon hin. Jetzt halte ich aber die Stellung. Die gebe ich jetzt nicht auf. Ertrinkt mir nicht Schildkröte? So. Alles klar, Leute. So, was haben wir denn heute? Jetzt muss ich gerade mal direkt tierisch überlegen. Montag, ne? Die neue Woche ist schon wieder da, der 1. Mai. Ich glaube, ein paar von euch haben auch Brückentage. Dann solltet ihr eigentlich richtig entspannt ein verlängertes Wochenende haben, für die, die es tatsächlich frei bekommen haben. Kriegt dann nicht immer jeder den Brückentag. Was unheimlich schade ist. Früher war das einfacher, gell? Ja, guck mal, der zweite Intervall ist einfach super. Wir haben sie ja schon fast. So, pass mal auf. Dich mache ich mal auf die Folgen. Und setz dich mal ganz kurz hier ab. Dass ich dich so im Blick habe. Auf die Schrotflinte freue ich mich, Leute. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Adventure gehabt, haben uns ein neues Tier mit. Wir gucken auch mal, dass wir jetzt die Woche dann diese Lampen aufhängen, die neuen. Zumindest an den Stellen, wo wir, sage ich mal, soweit die Decke angepasst haben. Ich muss auf jeden Fall im Offscreen ein ganz kleines bisschen die Decke am Flugbereich ausheben, bevor wir da weiterbauen. Und bis es soweit ist, würde ich sagen, gehen wir ganz einfach bis Level 60 her und bauen am Glasbereich weiter, östlicher Eingang. Mit 60 schnappen wir uns natürlich dann einen Greif. Da bin ich schon die ganze Zeit sehr, sehr verrückt drauf, dass wir den probieren zu zähmen, dass wir gucken, wie der Greif sich so anfühlt. Und
Ja, so Stück für Stück geht's halt weiter, ne? Richtung Endlevel, die ganzen Dinger, die noch kommen, den Fahrstuhl und so weiter. Guck mal, wir haben die Hälfte schon. Wieso hat die vorhin angegriffen? Das verstehe ich nicht. Da habe ich bestimmt aus Versehen draufgeschlagen. Ich sehe schon wieder einen, der Schildkröten morden will. Guck mal, wie die abgeht im Wasser. Das ist cool. Hier ist er, ne? Pass mal auf. Ah, die sind aber schnell kaputt. Die Fliegen machen uns nichts. Ich müsste eigentlich schon wieder landen, weil die Schildkröte hat bestimmt schon wieder Hunger, Leute. Lalali. Lalali. Hallo, Schilli. Grüß Gott. Ja, Leute. Guck mal. Nur nicht angreifen, Baby. Wie weit ist denn die jetzt? Ja, wir haben die bald. Mein Agi, soweit feindfrei alles. Passt. Da ist so eine komische Pflug. Aber die kann ja nicht schießen, Gott sei Dank. Diese große da. Wie viel haben wir? Wie viel fehlt noch? Ja, meine Lieben, die kriegen wir, ne? Die probieren wir natürlich dann morgen in der Folge auch aus. Heute würde ich sagen, zähmen wir die noch. Und wenn alles geklappt hat und ich den Pixblock in der Tasche habe, dann gehen wir aus der Folge raus und warten dann auf morgen. Dann geht es da gemütlich weiter. So. Jetzt haben wir das Dschungelbiom wenigstens, meinte. Guck mal beim Farmen, wir haben ja die Map aufgedeckt. Schon ein bisschen mehr oben am Biom mit der Wüste, gell? Ganz kleines bisschen bin ich da tatsächlich halt hin und her gesaust. So, wie weit sind wir? Zeig's. Ja, super. Aha. Was hatten die eigentlich? Aber bestimmt Chitin, oder? Also Kruste. Kruste haben sie es übersetzt. Hast du schon wieder Hunger? Komm. Ja, guck mal. Ah, noch einmal futtern. Kann ich schon mal einen Agi rüberpfeifen, oder? So weit lieber. Und absitzen bitte. Es funktioniert mittlerweile ganz gut. Der letzte Intervall zum Füttern. Ich hoffe, der erste. Und ich hoffe, der letzte braucht nicht so lange wie der erste. Ja, schön. Freue ich mich drauf. Passt auch wunderbar zum Thema dann da hinten, ne? So, lass mich doch mal ganz kurz Inventur machen. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass es frei geworden ist. Hol mal als erstes die Schildis. Ist wichtiger. Wir haben sie, Leute. Wir haben sie. Zum Reiten Sattel ausrüsten. Ich habe natürlich keinen Sattel. So, komm mal mit zum Agi vor, dass wir zusammen sind. Oh, die sieht aber nicht aus, als wäre die lieb. Ah, das war so eine Titano. Die gibt es auch auf Ark, ne? Die sind auch nicht lieb. Da hinten ist schon wieder was im Wasser. Du musst nachladen, Großer. Du musst nachladen, sonst wird es nichts. Wie es halt Spaß macht mit dem Ding hier, ne? Die sind schon cool. So, liebe Schildkröte, lass mal kurz deine Stats anschauen. Ja, die hat nicht allzu viel Leben. Eher wie so ein Stumpen, ne? Was hat sie noch? Ja, so tolle Werte hat die nicht. Aber wenn die wasserschnell ist, haben wir bestimmt auch unseren Spaß damit. Kann ich dich schon pixblocken? Yay. Ich hoffe, dass wir alles tragen können. So, ich gucke ganz kurz rein. Kurze Inventur nochmal, meine Lieben, dann machen wir Schluss. Wir haben den Kanusattel hier drin, das passt. Kanu und Schildkröte sind eingesammelt. Wir haben. Die muss ich, glaube ich, auf dem Vogel machen, ne? Ich sitze mal drauf, dann können wir auch schnell abhauen, falls doch noch was kommt. Machen wir mal alles rüber, was wichtig ist. Der ja auf jeden Fall die Fliegenfalle, da freue ich mich auch sehr drauf. Die Wassernuss können wir auch noch setzen die Woche. Sattel rüber, das Schild bauen wir uns auf jeden Fall. Dann haben wir hier die zwei Tiere. Und die Geschichte. Also, Knochen haben wir auf jeden Fall genug. Sogar so viel, dass wir Schrotflintenmunition herstellen können. Hier haben wir 140 mittlerweile. Das passt auch ganz gut. Wir können alles tragen. Lasst uns heimfliegen, Leute. Also, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich tierisch auf euch. Und wenn, wie gesagt, in nächster Zeit mal irgendwie in eurem... Wenn ihr schaut und ihr denkt, müsst heute nicht in eine Folge kommen und ihr seid unsicher, voucher.de im Uploadplan, da vermerke ich immer alles. Auch kurzfristige Änderungen stehen da immer drin. Auf der Hauptseite auch die Uploads, wer sich da mal ein bisschen orientieren will, weil die Glocke von YouTube nicht immer funktioniert. Oder halt auf Facebook, ne? Da bin ich eigentlich auch recht aktiv mit dem Posten von neuen Videos. Und wenn Fragen sind, meldet euch bei mir. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Wochenanfang, meine Lieben. Und wir sehen uns morgen wieder um 16 Uhr. Bis dann.